Wir sind heute da unterwegs im Niedertal, wo eben gestern dieser folgenschwere Lawinenunfall war. Wir sind an einem Osthang auf 3000 Meter und bei dem Lawinenabgang ist es so gewesen, dass eine Lokoschneelawine ein nasses Schneebrett initiiert hat. Und jetzt, wenn wir uns einmal anschauen, können wir diese Schwachschicht da finden und das machen wir mit einem ECT-Test. 10, 1, 2. ECTP 22, ca. 40 cm unterhalb der Schneeoberfläche. Wir sehen, dieser obere Teil, der ist jetzt in der Nacht auf heute Freitag gut durchgefroren und drunter haben wir bereits diesen nassen Schnee. An dieser Schwachschicht darüber und darunter haben wir eine Schmelzkruste und dazwischen sehr oder stark durchfeuchteten Schnee, nassen Schnee, der was da als Schwachschicht fungiert hat. Diese Situation hat dazu geführt, dass wir bei diesem Unfallgeschehen auch große Mengen an Schnee mobilisiert haben, die was in der Sturzbahn noch weiteren nassen, weichen Schnee mitgerissen haben. Diese Situation kennen wir vereinzelt auch übers Wochenende, wo eben Lukoschneelawinen zum Teil durchreisen können und große Lawinen möglich machen. Passt bitte auf, gerade auf Hüttenzustiege auch und auch Endeformationen, die was unten sehr stark zusammenfallen. Passt auf, was über euch ist und wie es euch exponiert. Weitere Informationen und dort, was sicherer ist, findet es wie allem auf lawinen.report.